Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich seinen Pool auswintern und somit im Frühjahr wieder in Betrieb nehmen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In einem extra Video habe ich schon gezeigt, wie man den Pool richtig einwintern kann. Und jetzt geht es einfach mal darum, dass wir natürlich noch das alte Regenwasser hier oben erst einmal entfernen müssen. Das können wir entweder mit einer Tauchpumpe machen oder natürlich auch mit einem einfachen Schlauch. Hierfür muss ich den Schlauch erst einmal komplett mit Wasser füllen. Ich gebe das Ganze also in mein Regenwasser hinein, schaue, dass keine Luftblasen mehr rauskommen und danach am besten ein Ende mit meiner Hand verschließen und dann relativ zügig über meinen Poolrand drüber geben. Und dank der Schwerkraft läuft das Ganze jetzt auch schon aus. Natürlich kannst du auch den Schlauch im Pool etwas beschweren, dass wir hier jetzt nicht die ganze Zeit rumstehen müssen. Ich bin bei meiner Poolgröße jetzt doch auf die Schmutzwasserpumpe übergestiegen. Das hat auch noch den Vorteil, dass die etwas schwerer ist und somit das restliche Wasser sich an einem Punkt sammelt und ich so viel wie möglich rausbekomme. Falls du das Ganze aber mit dem Schlauch machen möchtest, dann vielleicht wirklich etwas Gewicht hier reinlegen. Dann sammelt sich normalerweise auch das Wasser hier und wir können den Rest natürlich auch zum Beispiel mit einem Eimer und Handtücher rausbekommen. Im nächsten Schritt die Schnur von der Plane einmal lösen. Und wir können unsere Abdeckung auch schon Stück für Stück abmachen und darauf unbedingt achten, dass natürlich das schmutzige Restwasser von innen oder auch die Blätter jetzt nicht noch in das saubere Poolwasser gelangen. Unser Wasser schaut relativ sauber aus und wenn natürlich doch noch irgendwo Schmutzteile drin sind, was man einfach nicht vermeiden kann, dann diese am besten mal mit einem Kescher oder natürlich auch am Boden mit einem Poolsauger sauber machen. Die Winterabdeckung können wir jetzt natürlich auch dementsprechend reinigen. Auch meine Bauteile wie zum Beispiel den Skimmer und die Einströmdüse überprüfe ich jetzt, dass diese nicht irgendwie über den Winter kaputt gegangen sind. Und wenn das Ganze gut ausschaut, dann ist auch ein super Zeitpunkt dafür, dass wir mal noch unseren Beckenrand etwas besser reinigen. Ich persönlich verwende hier am liebsten eine einfache Mischung aus lauwarmem Wasser und Zitronensäure und dann kann ich das Ganze auch mit der schonenden Seite von meinem Schwamm hier ganz einfach reinigen. Falls die Verschmutzung übrigens etwas stärker sein sollte, dann können wir das Ganze übrigens auch etwas am Beckenrand einwirken lassen. Danach können wir den Rand noch mit sauberem Wasser nachreinigen und ich verwende hierfür einen einfachen Gartenschlauch, da Zitronensäure im Pool wirklich kein Problem ist, da wir es zum Beispiel auch zum Entkalken von einem Wasserkocher verwenden können. Der Pool ist wieder sauber, weswegen ich als nächstes mal die Technik wie zum Beispiel Wärmepumpe und Sandfilteranlage richtig wieder anschließen kann. In meinem Fall betreibe ich diese übrigens mit Filterbälle, da habe ich auch schon einige Videos auf meinem Kanal. Und wenn du das Ganze aber mit normalen Filtersand betreiben würdest, dann müssten wir ganz am Ende natürlich auch diesen nochmal dementsprechend, auch wie in einem extra Video gezeigt, rückspülen. Alles ist richtig angeschlossen und jetzt müssen wir das Poolwasser mal noch etwas auffüllen, dass wir am Ende bei unserer Skimmermarkierung zwischen Min und Max ungefähr in der Mitte liegen. Der Wasserstand passt, meine Filteranlage hat sich durch das Befüllen vom Pool auch schon selbstständig entlüftet, weswegen ich diese auch schon angeschaltet habe. Und jetzt geht es mal darum, dass wir auf jeden Fall noch den pH-Wert mit am besten so einem Schütteltest ganz einfach überprüfen sollten. Damit unser Chlor anschließend optimal wirken kann, sollte der pH-Wert zwischen 7,0 und 7,4 liegen. Ich würde sagen, der Farbe entsprechend liegt er bei mir in etwa bei 7,4, weswegen ich es erst einmal lasse. Und falls es bei dir jetzt nicht passen sollte, dann am besten, wie in einem extra Video gezeigt, einmal mit pH- oder pH+ dementsprechend anpassen. Damit wir vor der Badesaison die meisten Bakterien im Poolwasser noch abtöten, sollten wir auf jeden Fall noch eine Schockchlorung durchführen. Hier sagen die Hersteller, dass man normalerweise pro 10.000 Liter Poolwasser in etwa 200 Gramm von so einem Chlorgranulat benötigt. Das Ganze gibt man einfach in einen Eimer mit Wasser und dann sollte man es erst einmal auflösen lassen und am Beckenrand verteilen. Die Schockchlorung sollten wir am besten abends durchführen, da die UV-Strahlen tagsüber unser Chlor nur bei der Arbeit stören würden. Und außerdem sollten wir jetzt natürlich unsere Filteranlage am besten mal noch 24 Stunden durchlaufen lassen, dass das Chlor auch wirklich überall schön verteilt wird. Und dann können wir am nächsten Tag normalerweise, wenn natürlich der Chlorgehalt wieder etwas gesunken ist, dementsprechend wieder in den Pool hineingehen.
Sobald der Chlorgehalt also wieder passt, sollten wir mal die gesäuberte Leiter in unseren Pool hineingeben und dann haben wir diesen auch schon richtig ausgewintert. Noch als kleiner Hinweis, man sollte trotzdem alle paar Jahre mal das Wasser komplett wechseln, da der sogenannte Cyanursäuregehalt einfach über die Zeit zu hoch wird und dann das Chlor hier innen drin nicht mehr richtig arbeiten kann. Wenn du dir für zu Hause übrigens eine Winterabdeckung, Zitronensäure, einen Schütteltester oder natürlich auch Chlorgranulat zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und noch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.